Leid gibt's. Leid gibt's. Leid gibt's. Peace und herzlich willkommen bei mir auf dem Kanal. Es geht rückwärts. Fockerchens Heimfahrt Teil, ich glaube 39. Steht da oben die richtige Zahl. Schwül ist, heiß ist, wobei es nicht einmal so warm ist mit 24 Grad, aber Luftfeuchtigkeit ist extrem hoch, gefühlte 120%. Ich mache jetzt dieses Video und nächstes Video auch wieder Fockerchens Heimfahrt Video, das ist schon in meinem Kopf. Und dass es dann nichts Gescheites wird, ist ja klar, weil es entsteht ja in meinem Kopf und da entsteht nichts Gescheites. Vor dem Video war ja das kleine Intro und davor war eine Anmerkung, wo ich gesagt habe, Leid gibt's, Leid gibt's, Leid gibt's. Auf Hochdeutsch heißt es, Leute gibt's. Und damit meine ich sehr viele Leute, die ich teilweise persönlich kenne und teilweise auch nicht persönlich kenne, sondern Leute, die Kommentare unter meine Videos schreiben. Jeder darf Kommentare schreiben, jeder soll am besten Kommentare schreiben und jeder darf seine Meinung sagen, wie er will, einmal frei, super, klappt. Aber es gibt Leute, die können es überhaupt nicht verstehen, dass wenn man E-Auto fährt, trotzdem noch ein Verbrenner fährt. Rein umwelttechnisch gesehen ist ja das schlecht. Und die verstehen ja nicht, dass man, wie in meinem Fall, ich fahre Motorrad, dass man da kein E-Motorrad fährt, sondern dass man fast schon wortwörtlich war drin gestanden, den größten Umweltverpester überhaupt fährt, Motorrad. Der größte Umweltverpester ist meines Erachtens nicht das Motorrad. Vielleicht das Unsinnigste, das kann sein. Weil wer braucht eigentlich ein Motorrad? Außer Hobby. Die wenigsten fahren damit in die Arbeit und brauchen das zur Arbeit. Recht viel weniger Sprit, hört sich ja blöd an, oder? Also viel weniger Sprit als ein Auto brauchen sie auch nicht. Ich, wenn meins anschaue, ich fahre immer gemütlich und der braucht dann so um die 4,5 Liter. 4,5 Liter. Wenn ich ganz gemütlich fahre, kann aber auch locker mit lockeren 6 Liter fahren. 6,5. Ein Motorrad ist eigentlich nur da, um Spaß zu haben oder einem Hobby zu frönen, was ja das gleiche ist. Da lasse ich mir nur eingehen, dass man sagt, das ist ein unsinniges Verkehrsmittel. Früher war es anders, da konnten sich die Leute kein Auto leisten und da waren Motorräder, meistens kleine Motorräder, NSU, Fox, DKW und wie sie alle geheißen haben, eigentlich gang und gäbe. Da ging es nach dem Krieg ja ziemlich bergauf, rapide mit den Zweiradbauern. Gab auch Firmen, die heute keiner mehr kennt. Ich war letztens auf einem kleinen Treffen, da waren Firmennamen, die habe ich noch nie gehört, die sagen mir nichts, obwohl ich eigentlich schon Motorrad fahre, seitdem ich 16 bin. Und ich mich dafür interessiere, aber die Namen haben mir echt nichts gesagt. So. Und da war die Mobilität ganz wichtig. Autos gab es kaum und wenn, dann konnten sich die Leute nicht leisten, deswegen eben Motorräder. Heutzutage ist es so, dass ein Motorrad
kein richtiges Transportmittel mehr ist, sondern einfach ein Spaßmobil. Und ob man das dann braucht oder nicht, kann man jetzt geteilter Meinung sein. Ich kann sagen, nein, man braucht es nicht. Als Hobby soll man sich was anderes suchen. Ist natürlich nicht so gemeint, weil ich fahre ja selber aus Spaß an der Freude. Und ja, ich verbrenne da Benzin. Und ja, es gibt E-Motorräder. Da habe ich auch schon ein paar Tests gemacht, die sind auf meinem Kanal, braucht es bloß danach suchen. Die Zero zum Beispiel oder den BMW Evolution. Mein Fazit war damals und ist heute immer noch, ja, ich fahre gern E. Ich habe mich beim Autofahren umgestellt auf E, das muss man. Man muss sich umstellen, was ja, vom Fahrprofil her muss man sich umstellen. Das heißt, man muss ein bisschen, muss nicht, aber man sollte ein bisschen vorausschauender fahren und damit Energie sparen, besser rekuperieren und dadurch mehr Reichweite generieren. Man kann fahren wie mit einem Verbrenner, bloß man kommt halt dann nicht so weit. Eigentlich sollte man das machen, was man auch mit dem Verbrenner machen sollte, wenn ein der Verbrauch wichtig ist. Es ist gar keine so große Umstellung. Für mich war es keine, weil ich bin mit dem Verbrenner eigentlich schon immer genauso gefahren wie jetzt mit meinem E-Auto. Vorausschauend, nicht unbedingt die Höchstgeschwindigkeit ausnutzen, beschleunigen ja, aber man muss nicht immer volle Stempel geben. Jetzt werden viele sagen, macht doch gar keinen Spaß. Ist so, kannst mit dem E-Auto auch, aber du kommst halt nicht so weit. Ja, selbst mit den neuen nicht, selbst mit denen, die eine große Reichweite haben, selbst damit kommt man nicht so weit. So. Aber von der Umstellung her ist eigentlich, ja, ist das gar nicht so viel, wenn man vorausschauend fährt, ist es mit dem E-Auto nicht anders. So, und da habe ich mich, ja, trotzdem ein bisschen umgestellt, weil wenn ich weiter weg fahre, dann ist es halt so, dass ich schon auch mich umstellen muss. Einfach reinsetzen und fahren und irgendwann tanken, kommt man schon hin und dann. So, das ist gerade mit dem Auto hier oder mit dem Auto, mit dem E-Auto mit wenig Reichweite halt. Man muss sich umstellen. Und beim Auto war es mir egal. Beim Auto haben wir gesagt, da stelle ich mich um. Damit habe ich kein Problem. Mit dem Motorrad schaut es anders aus. Es gibt sehr viele von euch, die fahren E-Motorräder und die sagen, die würden nichts mehr anders fahren. Für die ist das ja, Geknattere ist mittlerweile zu viel und das gefällt ihnen nicht. Kann ich voll verstehen. Ich bin ja eben auch Probe gefahren und war sehr begeistert von den Motorrädern, muss ich sagen. Bin überhaupt nicht begeistert vom Preis, weil die sind mir, sind E-Autos schon teuer, aber Motorräder 16.000 Euro, 17.000 Euro für ein Motorrad auszugeben, das dann irgendwo, wenn man gut und vorsichtig fährt, 200 Kilometer kommt. Und ja, Motorrad braucht auch für mich Reichweite, weil ich möchte bei einer Feierabendrunde, wenn ich da voll losfahre, komme ich hin. Da fahre ich so 100, 120, 150 Kilometer. Wenn ich aber am Wochenende irgendwo hinfahre, dann langt es mir nicht. Und ich möchte mit dem Motorrad nicht alles schießlang an der Zapfsäule stehen, an der Stromladesäule und dann Strom reinstranken. Das will ich eigentlich nicht. Warum will ich das nicht? Weil ich da halt fahren will. Ich will von A nach B und von B wieder nach A. Und wenn man da rechts eine schöne Strecke da ins Auge sticht, sage ich, Mensch, da möchte ich jetzt entlang fahren, da möchte ich nicht erst vorher schauen, ob da irgendwo ein Stromladegerät ist, sondern da möchte ich einfach fahren. Und das kann ich mit dem normalen schon, aber mit dem E nicht. Deswegen habe ich gesagt, Umstellung Auto ja, beim E-Motorrad bin ich noch nicht so weit. Es kommt jetzt die Livewire raus von Harley, ob die wirklich Livewire heißen wird, weiß man nicht. Ich habe keine Ahnung, ob sie das wirklich so nennen. Das ist für mich eine noch größere Totgeburt, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass einer für 150 Kilometer Reichweite 32.000 Euro zahlen will. Selbst wenn ich das Geld hätte, würde ich es nicht machen.
Ja, so. Und es gibt viele Leute, die können nicht verstehen, dass wenn man ein E-Auto fährt und wenn man alle so bevormundet und sagt, hey, ihr müsst E-Autos fahren, weil ihr die Umwelt schützen müsst und so weiter, das habe ich nie gesagt und das wäre auch nicht so. Der Grund ist, warum das so ist, kommt in dem Video danach, das ich dann auch noch jetzt demnächst aufnehme. Die können es nicht verstehen. Inkonsequent nennen die mich. Einerseits mit dem E-Auto fahren, andererseits mit dem Motorrad rumfahren. Sogar mit einem Zweitakter. Da gebe ich ihm sogar recht, wenn er sagt, das Ding ist umweltschädlich. Ja, das Ding ist wirklich umweltschädlich. Die Begründung, die ich dann gebe, oder den, ja, so eine Umschreibung, wenn ich dann sage, hey, pass auf, ich esse ja auch mein Steak gern mit Kartoffeln. Mit Bratkartoffeln zum Beispiel. Oder Pommes. Weil ich Kartoffeln dazu esse, also Gemüse zu meinem Fleisch esse, heißt es noch lange nicht, dass ich ein inkonsequenter Veganer bin. Das ist für mich das Gleiche. Ja. Das heißt, mir wird, oder einem E-Autofahrer wird das Recht abgenommen, sich trotzdem noch mit einem Verbrenner zu bewegen. Woher sie das Recht nehmen, einem das Recht abzusprechen, weiß ich nicht, weil deswegen ist man kein schlechterer Mensch, deswegen ist man nicht schlechter zur Umwelt. E-Auto fahre ich persönlich auch nicht, weil ich die Umwelt schützen will, weil wenn ich die Umwelt schützen will, müsste ich zu Fuß gehen oder mit dem Fahrrad fahren. Es gibt keine umweltfreundliche Mobilität. Es gibt eine, die ist schlechter und die andere ist besser, aber so richtig umweltfreundlich ist bis jetzt keine Mobilität, auch keine, die mit Wasserstoff fährt. Ja. Ein E-Autofahrer muss E-Auto fahren. Alles andere wird nicht akzeptiert. Dass man nebenbei noch was anderes hat, vielleicht ein Oldtimer, vielleicht ein Hobbyauto, dass man sagt, Mensch, du, ich habe einen schönen alten Ami daheim oder ich habe einen 560er SEC Mercedes daheim, ein super geiles Auto, so ein 5,6 Liter V8, schön, super schön zum Fahren, wunderbar. Sechszylinder, egal was, irgendein Oldie, völlig egal, ob das ein Vierzylinder ist oder ob das, keine Ahnung, ist sogar ein Zweizylinder oder irgendwas. Es ist Hobby und das Auto ist kein Hobby für mich. Das Auto ist ein Daily Bitch. Also ein Auto, das ich, oder Daily Driver, nennen wir es so. Ja. Und das hat für mich nichts mit Emotionen zu tun, das Auto, weil das Auto bringt mich von A nach B. Es macht Spaß zum Fahren. Und mir gefällt diese Art zum Fahren besser als mit einem anderen Auto, deswegen habe ich mir auch gekauft. Aber als Hobby würde ich das Auto jetzt nicht bezeichnen. Wenn man natürlich ein Auto fährt, also den Kona zum Beispiel, könnte ich mir schon eher als Hobby vorstellen, weil, nicht weil es ein besonderes Auto ist und das besonders schön ist und das besonders schön zum Herrichten ist oder, sondern der macht halt nochmal viel mehr Spaß, weil er viel mehr Leistung hat. Ich schimpfe einmal drüber, dass Autos immer mehr Leistung haben müssen, verstehe ich nicht, aber man, der Kona hat 204 PS, 400 Newtonmeter knappe, das ist schon das Ding, da wenn es drauf toucht, mein Cousin ist letztens mitgefahren, der hat es nicht fassen können und das ist eine Mittelklasse, eigentlich ein Kompaktklasse Fahrzeug und dann solche ja, Fahrleistungen. Ich kann mir vorstellen, dass wenn man Tesla fährt, dass das nicht bloß die Daily ist, also der Daily Driver, sondern dass man da auch das halt als Hobby sieht. Das kann ich mir gut vorstellen, weil das Auto ja noch viel besser geht und vielleicht viel emotionaler ist als jetzt auch dieses Auto zum Beispiel. Hobby ist für mich Motorradfahren. Und ich könnte mir als Hobby auch vorstellen, einen Oldtimer zum Fahren zum Beispiel. Ob der jetzt umweltschädlich ist oder ob da hinten Blumen rauswachsen und damit die Umwelt nicht schädigt,
ist mir jetzt erst einmal, ja, egal ist mir nicht, aber eigentlich schon, weil das ist Hobby und ich fahre in letzter Zeit, bin ich gefahren, glaube ich, in den letzten 3 Wochen 2-mal mit dem Motorrad. Nur bei schönem Wetter, zu schön darf es auch nicht sein, weil wenn es zu heiß ist, schwitzt dann Ast ab, das muss auch nicht sein. Es muss ein schönes Wetter sein, es muss die Strecke passen. Ja, ich möchte jetzt dann damit nicht jeden durch den Ort fahren, sondern ich möchte damit, ich möchte genießen, ich möchte fahren und genießen. Ob ich das jetzt mit einem E-Auto mache als Hobby oder mit einem Motorrad oder mit einem E-Motorrad, ist egal. Aber was ich halt nicht verstehe, ist, dass die Leute einen sofort abstempeln. Du fährst E-Auto, du bist Öko, du musst Birkenstock anziehen, eine Schande über dein Haupt, wenn du noch einen Verbrenner fährst, das ist inkonsequent. Das, was du erzählst, das kann man nicht glauben, weil das eher rüberkommt, als würde ich eine Rolle spielen. Wenn er der Meinung ist, ja, von mir aus, stimmen tut es nicht. Beweisen kann ich es ihm nicht, außer vielleicht, wenn man sich persönlich kennt. Ich glaube schon, dass ich mit den knappen oder guten 160 Videos, die ich jetzt drauf habe, glaube ich schon meine Persönlichkeit und mein Denken schon ein bisschen näher gebracht habe. Wenn man natürlich nur ein Video sieht und das dann für blöd abstempelt, auch okay, ja. Aber man darf dann einen Menschen nicht so in eine Schublade pressen, weil in meinen ersten Videos habe ich gesagt, ich bin kein Öko. Ich würde nie einen verurteilen und das habe ich auch nicht. Sollte es so sein, bitte schreibt mir das. Schreibt mir aber dann aber auch bitte gleich den Grund, warum ihr das meint. Also Video Nummer so und so, keine Ahnung, und da hast du gesagt, du verurteilst damit Verbrennerfahrer. Ja, will ich nicht, weil ich fahre ja selber auch noch Verbrenner als Motorrad. Und eine Arbeit, ja, einerseits fährst du eh und predigst eh und sagst, die Leute sollen umsteigen, und andererseits fährst du ja selber noch einen Verbrenner. Dann sage ich immer, wo habe ich gesagt, die Leute sollen umsteigen? Eigentlich sollten die Leute ihr Auto, das sie jetzt haben, fahren, bis es nicht mehr geht. Wenn man ein neues kaufen muss oder will, dann sollte man sich vielleicht Gedanken machen, ob man nicht vielleicht ein E will. Und auch, man soll sich gegenüber ehrlich sein und sagen, diese Froskeln wie, ich muss 1000 Kilometer Reichweite haben oder ich brauche Anhängerkupplung und. Ja, da sage ich auch immer, es ist nicht für alle die E-Mobilität, aber für sehr viele, auch für die, die es nicht zugeben wollen, weil sie es einfach nicht mögen. Und wenn einer zu mir kommt und sagt, ich kaufe mir kein E-Auto, weil das Auto kann dies und das nicht, kann zum Beispiel nicht nach Berlin fahren, ich kann damit nicht nach Norwegen fahren, ich kann damit nicht nach Spanien fahren oder auf dem Gardasee, einmal im Jahr oder von mir aus auch 10-mal im Jahr, dann muss ich sagen, stimmt nicht. Das kann das Auto. Da musst du umstellen. Wenn der aber sagt, ich mag mich aber nicht umstellen und deswegen mag ich kein E-Auto, dann akzeptiere ich das voll und ganz und sage, das ist deine Meinung, akzeptiere ich. Kann ich auch nichts dagegen sagen. Wenn einer sagt, ein E-Auto ist umweltschädlicher als ein anderes Auto und deswegen kaufe ich es mir nicht, dann glaube ich es ihm nicht. Weil A, stimmt es nicht, und B, macht sich derjenige erst Gedanken über die Umwelt, wenn es um andere geht. Und das ist eigentlich auch so das Thema, was ich als nächstes Video machen will. Und es wird dann Fockerchens Heimfahrt Teil plus 1, was dasteht. Und was ist eure Meinung dazu? Fahrt ihr eh und Verbrenner? Wenn ja, ist es für euch normal? Würdet ihr gern umstellen?
Würdet ihr nur noch E-fahren? Ich würde es auch, aber wie gesagt, meine Einstellung ist noch nicht so weit, was motorradtechnisch betrifft. Seht ihr das genauso, dass ihr sagt, ich fahre eh und ich kann mir klar nichts mehr anders vorstellen, ich als Auto jetzt auch nicht. Aber selbst euer Hobby wollt ihr mit E betreiben, ob das Motorrad ist, ob das, keine Ahnung, Sportwagen ist und und. Oder sagt ihr, das sind beide Welten, die Mobilität halt momentan prägen und für euch ist das völlig in Ordnung. Schreibt es mir so rein. Bleibt sachlich, bleibt cool. Servus sagt locker. Euer Fockel.